Wir sind heute bei PackService in Karlsruhe und Muggensturm und schauen mal hinter die Kulissen, was die Firma PackService alles macht, welche Bereiche es im Unternehmen gibt und warum es so lohnenswert ist, bei der Firma PackService zu arbeiten. Herr Fischer, was macht das Unternehmen PackService genau? Wir sind Dienstleister für Logistikbetriebe, die Industrie und den Handel. Wir sind ein Teil der logistischen Wertschöpfungskette. Wenn Sie als Industrie ein Produkt haben, das in irgendeiner Art und Weise verändert haben möchten, um verkaufsfördernde Maßnahmen einzuleiten, ich sage mal ein Beispiel, eine Shampooflasche mit einem Promotion Code, eine Rumflasche mit einem Cocktailstößel oder ein Warendisplay, dann können Sie das bei uns entwickeln lassen und in Auftrag geben. Wie hat sich die Firma PackService entwickelt? Wann und wo wurde sie gegründet und wie ist so die Entwicklung bis heute? Also PackService ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das tatsächlich in Karlsruhe gegründet wurde, und zwar 1980. Der damalige Gründer, das ist der heutige Senior, war Mitarbeiter der Firma Heine und hat damals den Bedarf erkannt, dass es einen flexiblen Dienstleister in dieser Supply Chain gut gebrauchen könnte. Er hat es bis 1996 entwickelt und hat dann an seinen Sohn Ralf Spiering, den heutigen Inhaber, übergeben. Der hat sich das dann 5 Jahre lang angeschaut und hat dann irgendwann entschieden, okay, ich brauche noch ein paar Kräfte an Bord, um das Unternehmen weiterzuentwickeln, und hat dann den heutigen Geschäftsführer Österreich und mich als Geschäftsführer Deutschland 2001 an Bord geholt, und wir haben das Unternehmen jetzt in den letzten, jetzt sind es bald 20 Jahre, zusammen entwickelt. Bei uns bei PackService ist es vor allem wichtig, dass wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern. Wir wollen, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, mit Respekt behandelt werden. Ein wichtiger Grundsatz für uns ist, jeder behandelt seine Mitarbeiter so, wie er selber von seinem Vorgesetzten behandelt werden möchte. Wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten, das dann doch relativ viele Mitarbeiter hat, ist es sehr wichtig, dass Grundsätze und Werte eingehalten werden. Die hat zwar jedes Unternehmen, aber wir achten wirklich darauf, dass die auch eingehalten werden, weil sonst würde das auch gar nicht funktionieren. Johannes Kräuter ist Personaldisponent bei der Firma PackService hier am Standort in Muggensturm. Was zeichnet es aus, das Unternehmen PackService? Das Unternehmen PackService zeichnet vor allem aus, dass wir ein Unternehmen sind, das sehr modern ist, auch im persönlichen Umgang miteinander, in den Arbeitsweisen. Der Standort ist riesig. Und es ist wahnsinnig schön, hier jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Es macht Spaß und wir haben ein super Team hier. Regine Singer, Sie sind Linienführerin hier bei der Firma PackService in Muggensturm. Was ist das Besondere am Unternehmen PackService? Also erstens mal ist die Arbeit sehr vielfältig. Das heißt, Sie können jeden Tag einen anderen Auftrag bekommen, ganz andere Arbeit. Das finde ich sehr interessant. Gleichzeitig gibt das Unternehmen PackService jedem eine Chance. Egal wie alt, egal welchen Geschlechts, egal welche Nationalität. Und das finde ich in der heutigen Zeit sehr gut. Das Besondere daran ist, dass man hier aufsteigen kann. Also du hast eine Chance, neue Sachen zu lernen, also von Mitarbeiter zum Beispiel Linienführer zu werden und so weiter und so fort. Also ich habe angefangen mit rumänischer Firma hier und danach bin ich zu PackService getauscht, gewechselt halt, und danach Linienführerin und jetzt Teamleiterin. Warum sollte ich mich im Unternehmen PackService bewerben? Weil PackService gibt eine Chance. Als Beispiel, ich war zuerst als Mitarbeiter in Linie und dann habe ich eine Chance bekommen als Linienführerin und dann weitere Chance als Teamleiterin zu werden. Und ja, gibt es nur eine gute Chance. Also ich hatte mal als Leiharbeiter hier angefangen, durfte nach 2 Monaten schon Linie führen. Man kann sich stetig weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel einen Staplerschein noch gemacht, einen Hebebühneschein. Und wenn man will, kann man sich auch als Teamleiter bewerben oder so. Es werden ständig Leute gesucht mit mehr Kompetenz und nicht bloß an die Linie stehen. Auch wenn Sie Interesse haben an einem Unternehmen, das immer bereit ist, jeden einzustellen, jedem eine Chance zu geben, immer wieder mit neuen, ganz neuen Aufgaben betraut zu werden und auch Aufstiegsmöglichkeiten hat, dann finde ich das gut.
zum Beispiel bewerben, so dass sich viele, die jungen Mädchen zum Beispiel packen, weil das ist an für sich eine leichte Arbeit, eine schöne Arbeit. Ich habe jetzt zum Beispiel auch 3, 4 junge Kollegen gekriegt in den letzten 2 Tagen, die sind ganz begeistert und da würde ich jedem empfehlen, gerade den jungen Mädchen. Und sie können aufsteigen als Linienführerin, wenn es besser läuft, sogar als Teamleiterin. Ist super, ja. Man sollte sich bei uns bewerben, weil man hier perfekte Aufstiegsmöglichkeiten hat in einem gesunden mittelständischen Unternehmen. Genau, und du wirst hier täglich dazulernen, wirst dich persönlich weiterentwickeln. Ja, und das wird dir, egal wie der weitere Berufsweg ist, wird dir unheimlich weiterhelfen in deinem weiteren Leben.